Und damit herzlich willkommen bei Far Cry 6. Spielstand. Nee, wir machen ein neues Spiel auf jeden Fall. Ich muss aber einmal kurz, weil ich habe schon ein bisschen angezockt. Ist ja normal, macht man ja normal halt. Audio, mal gucken. Musik schalten wir mal ab. Weil ich habe keinen Bock auf so einen Ärger. Da schalten wir aus. Sonst kommen die nachher auf die Idee und erzählen dir wieder ein. Untertitel lassen wir auch aus. Sprache lassen wir auf Deutsch stehen. Kommunikation haben wir auch ausgemacht. Okay. Die Grafik lassen wir auch so stehen, wie sie ist. Jo. Und dann würde ich mal sagen, starten wir ein neues Game, oder? Warnung, was? Ja, will ich. Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei Far Cry 6. Los geht's! Nein, wir machen einen neuen Spielstand. Story-Modus. Attacke! Psst! Wahre Arana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung, einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak, verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yarana werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yarana werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey, Dani! Und als der wahre Yarana, der jetzt... Mach den Scheiß aus! ...mit einem Lächeln dient. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yarana ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal, du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani! Verdammt, sag doch was! Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Coño! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje! Was ist los? Fin del mundo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfickt nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies Fiona, wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Wow. Eingezogene müssen Alejo, sich melden. Alejo, Deckung! Helft mit, Scheiß Castillo! Alejo!
Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Danny, Paradies wieder aufzubauen. Wir müssen weg. Sofort! Das Boot. Du kommst. Versprich mir, Lita. Sieh. Los, Danny. Bleib in der Nähe, Lita. Wir müssen zum Boot. Okay, Danny. Wenn wir in Miami sind. Dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Zeig mir deine Ausweise. Komm, runter. Scheiße. Dann hab ich doch gesagt, hier ist niemand. Wärst du mal ans Telefon gegangen? Okay, schleichen geht so. Gut. Rojas! Das nächste Arschloch, das die Tür öffnet, muss Danny Rojas sein. Los jetzt! FND, komm drauf da! Ich gehe jetzt langsam dran vorbei. Ihr seht mich gar nicht. Ihr könnt mich nicht sehen. Ja. Okay. Ich ergebe mich. Ich leiste keinen Widerstand. Nee. Ich leiste bestimmt keinen Widerstand. Die erschießen die alle. Scheiße. Was ist denn hier los? Bleib unten. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Die erschießen die alle. Was ist denn hier los, ey? Ja. Wir müssen diesen Platz überqueren. Sie werden uns sehen. Nein, werden Sie nicht. Vertrau mir. Alle Einzelnen müssen sich umgehen von den Häusern aufstellen. Widerstand wird mit Gewalt begegnet. Das sind echt viele Soldaten, Lita. Wir nehmen die Kanalisation. Als euer Präsident stelle ich unseren Soldaten die beste Ausrüstung und die besten Waffen zur Verfügung. Alles. Bringst du mich hin? Bin ich? Oh. Ja, bleib locker. Das ist ein Guerillafahrt der Revolution von 67. Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Ihr könnt euch... Da das alle. Ist so krank. Ii, das ist so. Ja. Schnallen wir alle ab. Ist doch nicht normal. Von wegen Paradies. Am Arsch. Geh weiter. Jeder Jarana kann eingezogen werden. Mag ja sein. Aber wer will denn da eingezogen werden? Wo geht's denn hier lang überhaupt? Sie sind hier lang! Ich hab sie! Was? Wo hast du sie? Wo hast du nicht alle? Oh Mann. Scheiße. So viel Blut. Können wir
Castillo kennt keine Gnade, Danny. Knallen alle ab. Ist doch nicht mehr normal hier. So, hier geht's rauf. Fast geschafft. Der Ausgang ist gleich davor. Gut, das Boot wird nicht auf uns warten. Ich freue mich drauf. Bei mir, Rita. Scheiße. Die knallen alle ab. Das gibt's doch nicht, Mann. Los, los, los! Rita, die Seilrutsche. Wie in der Grundausbildung, was? Ihr habt kein Recht dazu! Komm rüber! Na komm! Wow! Du hast ins Gesicht. Nicht Eingezogene bleiben in ihren Häusern. In Esperanza geht aus. Scheiße! Danny, alles okay? Ja! Ja, ist der Terrorist in ja ganz ruhig, ich ganz war, ruhig. Ich war gar nicht hier. Ich will von euch gar nichts. Bleib locker. Schmeißen die einfach rund. Ist doch nicht mal. La Torre de Leon. Das ist Dios verfickter Schloss. Danny, hier drüben. Und noch eine Seilrutsche. An der Wand auf. Scheiße. Mein Gott. Dieser Arschlöcher. Komm, komm, komm! Wow, boah, die springt mir fast ins Gesicht. Ja, gelange zum Boot, ja, das ist genau das, was ich vorhabe, aber. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? Das ist die Polizei, Danny. La Noche de la Muerte. Du bist das Boot. Lauf! Scheiße. Los, weiter, Lita. Wir haben es fast geschafft. Passen wir euch auf! Ich bin und auf die Tür! Beeil dich! Bitte, wir müssen auf dieses Boot! Abuela! Was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch! Oje! Merda! Marco, du findest so leicht Freunde. Danny, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn! Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Na los, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit! Das war rumgereiert. Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus, so wie auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist so ein Fischerboot. Sehr, sehr, nein, nein. Thank you.
Bevor er El-Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Micho. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Dieses Arschloch. Was ist da gerade passiert? Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Sorry! Lita! Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib ihr das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. So viele Tote. Scheiße. Ja. Ich nehme mit, was brauchbar ist, und dann nichts wie weg hier. Schauen wir mal, ob wir was finden. Da ist was. Eine Kiste. Schauen wir uns mal an. Verdammt, keine Munition.
Bringt mir ja auch nicht viel, ne? Aber egal. Ich muss das Lager finden. Cogna. Das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ich kann nicht die Knarre wegstecken. Ja, du scheißt mir auf den Kopf. So, da vorne ist ein Gegner. Weil wir sehen es unten auf der Karte. Hier ist ein Bunker. Ist da was drin? Können wir mal gucken, ne? Können wir da reinkommen? Ja, doch. Eine blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Ich lese euch das nicht vor. Ihr könnt es ja selber lesen, ne? Macht da Stopp und dann könnt ihr lesen. Lo siento. Weiter geht's. Deine Familie wird wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. Das stimmt doch nicht. Sonst haben wir hier nichts. Ich hätte gerne mal das Fernglas. Aber da komme ich nicht ran. Na gut. Dann gehen wir weiter. Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Das muss der Weg sein. Also wenn ihr das, wenn ihr SDRG drückt, müsst ihr halt gedrückt halten, um weiterzulaufen. Ne? Ihr könnt aber auch C drücken, dann bleibt er unten. Innerer Verwesung. Woher ich wusste, dass du für Libertad plünderst? Ich habe es gerochen. Psst. Deshalb bist du jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du wirst langsam aufpassen. Von den Vögeln und den Krabben. Für sie bist du nichts als Fleisch. Es tut mir zwar leid, aber ich muss dich leider auch erledigen. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich muss das machen. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. Ich muss das leider machen. Ich schmeiß dich mal hier oben ab. So, dann gehen wir mal weiter. Da ist noch jemand. Shit. Den hole ich mir auch noch. Oh, was ist das? Könnte nützlich sein. Eine neue Hose. Gut, dann schauen wir mal nach mit der Hose. Im Arsenal können wir das sehen. Im Arsenal. Das ist ja Quatsch. Im Arsenal. So heißt das. Ja, dann ziehen wir die nochmal an. Die ist doch viel besser. Und wir gehen weiter. Ist hier noch was? Genau, hier gibt wieder was zu lesen. Ich lasse den Vogel mal hier liegen. Das haben wir ja schon gelesen, ne? Ja, okay. Ich habe schon wieder okay gesagt. Ich wollte das doch nicht. Schön hier. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jana verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon selbst Gespräche. Perfekto. Ach, verdammt. Oh. Dummes Schwein. Beschädigtes Fleisch. Tut mir leid. Knarre weg.
Hm? Ach ja. Kletterhaken. Die beste Zeit für die Guerilla. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Das macht nichts, dann benutze ich was nochmal. Clara kriegt nicht gern Besuch. Naja, wie gesagt, ich habe das schon angezockt, deswegen weiß ich, was ich hier machen muss. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny, ein Freund von Lita. Silencio. Bist du der einzige Überlebende? Die Clara! Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja, Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen, ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm in Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Na gut. Dann tun wir's. Hey, Compadre. Gut. Wir müssen den Herrn
Wo ist er denn? Da, den müssen wir suchen. Ne, stopp mal. Moment, wir gehen mal kurz im Arsenal. Im Arsenal, verdammt, nicht im Arsenal. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich gehe mal zu ihr. Wir müssen reden. Ja, reden. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Ja, das hoffe ich auch. Soll diese Arschgeige wirklich hierbleiben? Wäre das ein Problem, Julio? Wir sind keine scheiß Wohltätigkeitsorganisation, Clara. Solange Dani uns hilft, bleibt er hier. Das sind keine Almosen. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber du kennst ihn nicht mal. Ich kann Hilfe nicht einfach so ablehnen. Wir brauchen Kämpfer. So einfach... Ohne Juan sterben wir. Bring ihn nach Hause. Ja. Hältst du den Kleinen echt für einen Kämpfer? Tja, das finden wir bald heraus. Wenn du demnächst auf dem Klo gehst, Kollege, ne? Dreh dich um. Arschloch. So, was haben wir denn hier noch? Freie Wahl, freie Meinung, frei. Ja, alles klar. Gut, was haben wir hier? Muni. Schrott. Okay, da haben wir noch was. Dann würde ich mal sagen, ich gehe dann mal, ne? Bis nachher. Tschüss. Ich gehe dann mal. Notizbuch. Da ist ein Notizbuch. Da ist es. Da ist der Einsatz. Den verfolgen wir jetzt, den Einsatz. Also los geht's. Da liegt er. Wie geht's? Hä? Ja, gut. Geh also weiter. Vorsicht. Hoffentlich hört das schnell auf. Also dann gibt es noch Sammlungen hier, die man da... Da steht alles drin. Aber ihr habt es ja schon gelesen. Also geht's weiter. War da noch was? Nö. Ich geh mal den netten Herrn suchen jetzt. Na? Que hola. Jo. Und dann rutschen wir mal hier. Jo. Dani, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Sí, verstanden. Ein kluger Guerriero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Ach so, mit Q, okay. Aber wie gesagt, ich hab's ja schon mal... Aua, ich hab's ja schon mal versucht. Aua, jetzt nur, weil... Und überhaupt. So, Q, Waffenrad, alles geholstert. Wunderschön. Und da ist der... Der Herr, den wir suchen. Mhm. Und ich werde mal hier runterspringen. Ne? Soldados.
hoffe, man sieht mich hier nicht. Schau mal eben. Ich sehe jemand. Ja, hier kann ich rüber. Was war das? Oh, da ist ein Soldat. Bitte, ich will keinen Ärger. Papiere. Ich will keinen Ärger. Da hinten so. Ja, komm, dann laufen wir rein. Das muss er sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Juan Cortes. Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortes? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Ja, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich hab gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack. Redest dir ein, ein Held zu sein. Und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortes. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum? Sie, Guapo liebt dich. Ui. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Hm, das denke ich auch. Sollte vielleicht auch mal in Deckung gehen. Hätte vielleicht mal Sinn. Lass Guapo zufrieden. Da ist noch einer. Knall die doch mal ab da. Warte, komm mal hoch. Scheiße! Wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ja, aber ich brauche Munition, brauche ich aber trotzdem, aber nicht ne? So besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Ah. Guapo. Wir können ruhig. Naja, was soll's. Komm ja schon. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Guapo ist mein Freund. Na, Guapi? Komm, wir sollten hier verschwinden. Du lässt dich leichter ablenken als eine ja. Katze auf Kopf. Das gefällt dir, ne? Dann komm. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, ex-CIA. Ich hab mehr Echsen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück.
Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Ein bisschen weit hergeholt, meinst du nicht? Warte. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Das frage ich mich auch gerade. Wo willst du mit mir hin? Siehst du den Rauch? Ja. Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Bleib schön hier. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Ich mach lieber lautlos, ist glaube ich besser. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Ich mach mal lieber leise. Er soll mal da bleiben. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Ich mach mal leise. Hier geht's, glaube ich, irgendwo rein. Jawohl. Was hole ich mir den? Dann hole ich die Madame. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich mache. Bleiben Sie ruhig, Lady. Ich bin gleich bei Ihnen. Leg dich mal eben ab. Schließt euch unserer tapferen Armee an, um unser Paradies zu verteidigen. Hol ich mir eben den Vogel hier oben. Hey, zeig dich. Kommst du jetzt hier hoch? Wäre super. Eine Nachricht vom jaranischen Löwen, Präsident. Sind noch da? Wieder dieses Geräusch. Dann mit mir zusammen, den tapferen Männern und Frauen des jaranischen Militärs. Durch das Tragen ihrer Uniform. Versprechen Sie sich zwischen euch und das Chaos von Libertad zu postieren. Als euer Präsident. Ui! Alles erledigt. Sobald diese Tapferen ihren Feuerheit schwören, werden sie zu Kriegern für eine größere Sache. Wenn solche Schätze, das könnte nützlich sein. Nehmen wir den ganzen Schrott hier mit. Pflicht eines jeden Iraners, diesen für ihren Einsatz und Schutz zu danken. Noch mehr Scheiß für Juan. Da oben war noch was. Ich muss noch mal kurz nach oben und dann nehme ich die andere Geschichte hier mit. Wo war das denn? Ach, hier. Und? Das ist schon viel besser. Ui. MS-16. Und jetzt nehmen wir den anderen Claw mit. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Warte mal, hier war doch irgendwo Lautsprecher, ne? Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Dusche, wir müssen...
Schie, das sag ich doch die ganze Zeit. Wo ist denn dieser scheiß Lautsprecher? War hier noch was? Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Bin schon da. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist denn das für Kram hier? Baust du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerriero, immer Guerriero. Das reicht mir. Hä? Guapo kommt nicht. Los, weiter, Danny, wir haben noch was vor. Guapo, kommst du mal? Wie kann ich den, warte mal, pfeifen? Wie war das? Ich weiß es nicht. Guapi! Guapo, na los! Lässt du mich gerade absichtlich warten? Nein, garantiert nicht. Juan Cortés macht keine Pausen. Vamos! Ich will nur Guapi hier haben. Na, komm mit. Gönjo, komm schon, Danny. Komm. Guapi, komm. Ah, was für ein tolles T-Shirt, ey.